Hi, hi, es wird mal wieder Zeit für einen neuen Vlog. Ich habe mich länger nicht gemeldet jetzt, da ich immer noch beschäftigt war mit dem Genesungsprozess. Ich war jetzt lange schlapp noch wegen der Nase, wegen der OP. Ist auch immer noch so am Abheilen, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich stehe hier vor meinem Auto. Ich habe das ganze Auto voll bepackt mit aussortiertem Kram für die Mülldeponie. Außerdem habe ich jetzt einen großen Lubiatara-Sticker, den ich mir aufs Auto machen möchte. Ich muss jetzt kurz arbeiten und fahre mit dem großen Auto auf den Hof und hoffe, dass ich dann noch ein bisschen Zeit habe, um dort mal ein bisschen Öl in mein Auto nachzuschütten. Und dann werde ich mal mich daran machen, zu versuchen, diesen riesen Sticker an mein Auto zu kleben. So, ich bin jetzt auf dem Hof und habe den mal nur schon mal mit Kreppband so befestigt. Ich war jetzt mal überlegen, mache ich den da oder dahin? Aber ich glaube, ich mache ihn da neben der Türe. Auch auf die Seite, weil wenn man an der Straße parkt, dann sieht man ja die Seite. Ich kaufe mir aber noch einen anderen für die andere Seite. Was jetzt so ein bisschen ist, ist, dass der Sticker halt so viel heller als mein Auto ist. Ich dachte, das sieht man nicht so. Aber so bin ich nun mal. Das ist mein Style. Unprofessionalität. Also man soll das jetzt folgendermaßen machen. Ich habe jetzt schon mal das Auto sauber gemacht und damit werde ich das gleich feststreichen. Ich habe hier mal sowas draufgeklebt, damit das nicht zu scharf ist und das kaputt macht. Und man soll dann vorher die Fläche mit Seifenwasser einsprühen, also nass verkleben und vorher hier so einen Streifen an der Seite machen. Ich probiere das jetzt alles mal und hoffe, dass es gut geht. Aufkleber klebt. Ganz perfekt habe ich es nicht geschafft. Hier sind zwei Luftbläschen. Jetzt weiß ich nicht, sticht man da am besten mit einer Nadel rein oder lasse ich das so? Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Ich habe den Ciccolino vom Kindergarten abgeholt. Jetzt sind wir noch ein bisschen auf dem Spielplatz und warten auf die Tamea, die gleich von der Schule auch hier vorbeikommt. Hallo, hallo. Es ist jetzt schon ein, zwei Tage später und ich bin unterwegs zu einem Bekannten von mir, der jetzt mal meine Bremse checkt. Die ist ja so ein bisschen komisch, wie so eine Luftpumpe. Ich hatte ja den Hauptbremszylinder wechseln lassen und ja, irgendwie kommt mir das alles nicht ganz koscher vor. Deswegen lasse ich das jetzt nochmal checken. Denn in einer Woche wollte ich nach Taucher zum Samu fahren mit dem großen Auto, dass das mal ein bisschen Strecke macht. Genau, und da fühle ich mich doch sicherer, wenn da noch mal jemand drüber guckt. Ja, das war jetzt mal so ein richtig süßer Hinterhofschrauber, wo man hier so 2 Kilometer in die Walachei fährt. Genau so gefällt mir das, aber der meinte, ich könnte ruhig so fahren, das sieht alles normal aus. Der Hauptbremszylinder wurde auch von der letzten Werkstatt gut gewechselt. Und dann wage ich es jetzt mal auf jeden Fall, damit nach Taucher zu fahren, 460 Kilometer. Ich werde bekloppt, Leute. Guckt euch das an. Bremsen. Boah, ich werde bekloppt, ne? Ja, ich stehe hier gerade und mein Reifen qualmt, weil sich meine Handbremse festgesetzt hat. Der Schrauber hatte eben gesagt, ich soll mal beim Fahren die Handbremse so ein bisschen schleifen lassen. Habe ich eben gemacht, aber anscheinend hat die sich wieder festgesetzt. Das ist schon mal passiert. Ja, jetzt hat es gerade aufgehört zu qualmen. Ich habe ihn angerufen und er sagt, nur fahr weiter, wird sich schon lösen. Ja, okay. So, ich habe jetzt nochmal einen anderen Schrauber angerufen. Und der meinen Hauptbremszylinder gewechselt hat. Und er meinte, ich soll mal ruckartig vor und zurückfahren. Das muss ich irgendwie lösen. Das wird sich auch lösen. Aber er schaut ja diese Woche auf jeden Fall nochmal drüber, bevor ich dann nach Taucher bei Leipzig fahre. Ich habe so auch keinen Bock zu fahren. Also das muss auf jeden Fall nachgeguckt werden. Und ich hoffe, dass ich jetzt noch irgendwie so nach Hause komme und dann zu der Werkstatt diese Woche. So, ich fahre hier gerade auf dem Hof vorbei, wo ich arbeite. Und wir haben hier eine Werkstatt. Und die Kamera ist beschlagen. So, ich suche jetzt einen Vorschlaghammer
und werde mir auf die Bremse kloppen, damit die Bremse sich wieder löst. Das sieht doch gut aus. Komm her zur Mama. So, ein ereignisreicher Morgen. Ja, das mit dem Vorschlaghammer hat jetzt erstmal geklappt. Ich bin nach Hause gekommen, ohne dass es nochmal so doll gequalmt hat. Aber ich werde ja diese Woche dann nochmal zu einem weiteren Schrauber meines Vertrauens fahren und dann soll er sich das nochmal angucken. Hallo, ja, dieser Vlog ist leider ein bisschen durcheinander geraten. Also mein großes Auto, der Transporter ist jetzt in der Werkstatt, da wird der Bremssattel repariert, der hat sich festgesetzt, deswegen hat der Reifen geraucht. Jetzt sitze ich im Auto und fahre wieder zum Lager vom Magie-Shop. Und ich werde dort einige Sachen übernehmen und in Kommission nehmen. Die werdet ihr dann auch im Shop finden. Ich weiß noch nicht, ob nach diesem Video, aber ich sage euch auf jeden Fall Bescheid. Und genau, deswegen, zack, zack, muss ich mich jetzt beeilen. Nein, ich... Nee, wo landet er zu Hause? Ja, der ist aber schön. Der landet zu Hause. Ja, also wir müssen das ja jetzt nicht verwünschen. Oh, ja, der landet zu Hause. Oh, ich hab hier. Ja, die kommt zur Not auch bei dir. Wäre mal ein Amulett. Ich meine, WAD. Da waren die ethischen Symbole drauf. Ja. Zum Beispiel jetzt die Gerlach, was ja eigentlich eine Mondform ist. Ne? Mhm. Dann diese ganzen keltischen Lebensbäume, wo wir echt viele haben. Hast du die denn auch? Die keltischen Knoten, keltische Triskele. Hier, die Sonne, ne? Die Sonne ist natürlich auch immer. Hetzidomo. Siehst du? Die Sonne. Und da haben wir jetzt auch die Blume des Lebens nochmal. Ja. Genau. Aber jetzt haben wir den ja schon voll, ne? Mhm. Ja, ich guck gerade mal. Also ganz ehrlich, ich glaube, damit tust du dir zum Beispiel keinen Gefallen. Mit dem Om-Zeichen? Ja. Ich glaube, du tust dir damit keinen Gefallen. Also ja. Ja, schreibt mal im Kommentar, was sagt ihr zu dem Utschat und dem Om-Zeichen? Also ich finde, das passt zu meinem Shop. Ich kann dir die ja mal... Dann hat die auch mal so ein dickes Holz genommen. Mm. Das hätte ich jetzt ja, nicht ist ganz schön, genau. Ja, ich konnte mir jetzt hier noch eine schöne Treppe ausleihen für die Figuren. Und das ist so ein Kettendisplay. Genau, kann ich ja demnächst mal in Aktion zeigen. Ja, ich bin mal wieder mega geflasht. Das ist so schön, wenn man Menschen kennt, die einen unterstützen und das ist echt der Hammer. Ich habe jetzt hier für den Lubiatara-Stand richtig schöne Treppen bekommen für die Figuren. Ich habe richtig coole Sachen für euch ausgesucht und die haben mir Kettendisplays für den Stand gegeben. Und ja, ihr könnt euch auf einige coole Sachen freuen, die bald im Lubiatara-Shop sein werden. Und ich freue mich richtig, so eine Unterstützung bekommen zu haben, um auch meinen physikalischen Shop aufzubauen. Also... Hammer, ich bin gesegnet. So, ich bin jetzt noch eine Runde nach Hattingen gefahren, weil ich bei eBay Kleinanzeigen eine wunderschöne Vintage-Truhe gesehen habe, die auch ganz toll zu meinem Stand passt. Und die hole ich jetzt ab. Jo, das ist das gute Stück. Stinkt ein bisschen von innen. Muss ich mal schauen, was ich da rein tue. Damit Febreze einsprühen. Mal gucken. Ja, hallo, hallo. Nächster Tag. Und es ist gerade mal 10:30. Ich komme aus der Werkstatt. Das Auto hier läuft wieder. Der Bremssattel ist gewechselt. Die Bremsscheibe konnte draufbleiben. Ja, übermorgen geht's los nach Taucha. Und ich hoffe, mein Eutekin hält jetzt diesmal durch. Ja, die Autostory nimmt doch noch kein Ende. Und zwar jetzt auf dem Nachhauseweg ging dann die Motorkontrolllampe an und dann stand auf dem Display Bremsverschläge prüfen. Jetzt habe ich den Mechaniker angerufen, der hat mir erklärt, die Bremssattel, das sind diese Zangen, die die Klötze auf die Bremsscheiben drücken. Das saß ja bei mir fest, das hat er neu gemacht. Jetzt kann es blöder Zufall sein, dass irgendwo anders die Bremse runter ist. Und zwar in den Klötzen, die auf die Bremsscheibe treffen, ist ein Kabel. Und wenn die abgenutzt sind, hat das Kabel irgendwann Kontakt zur Bremsscheibe und dann bekomme ich diese Meldung.
Es kann halt sein, dass durch die Arbeiten am Bremssattel jetzt dieses Kabel irgendwo Kontakt hat und ich deswegen diese Meldung habe. Ich fahre jetzt nochmal gleich vorbei und lasse das abchecken. Zoe, ich habe jetzt nochmal alles checken lassen und ja, das ist halt reiner Zufall. Vorne die Bremsen müssen langsam mal, also die Bremsklötze müssen langsam mal neu gemacht werden. Ich habe jetzt noch so 2.000 bis 5.000 Kilometer, wo ich damit fahren kann. Und das Ganze neu zu machen, kostet dann irgendwie ein Huni, also halb so wild. Alles gut. So, letzte Aktion für heute, bevor ich dieses Video beende. Ich kümmere mich jetzt nochmal um die Truhe. Ich mag das nicht, wenn ich so unfertige Sachen überall stehen habe und alles nicht sortiert. Ich habe jetzt auch schon alle Sachen von gestern. Moment, ich drehe mal die Kamera um. Ja. Also alle Sachen von gestern habe ich hier schon aufgereiht. Und ich sage euch dann Bescheid in einem extra Video, wenn der Lubiatara-Shop wieder fresh am Start ist und aktualisiert. Ich habe diese Truhe jetzt mal mit dem Handsauger hier ausgesaugt und dabei ist mir hier so ein bisschen Papier abgegangen und darunter ist Holz. Vielleicht kann ich ja einfach dieses Stinkepapier abmachen und dann einfach das Holz lassen. Ich sprühe es jetzt auf jeden Fall mal mit Febreze ein und dann gucke ich nochmal, ob sich dieses Papier lösen lässt. Und ja, die Truhe ist echt riesiger als erwartet, aber ja, mal schauen, die wird schon irgendwo hier im Flur einen Platz finden für die Sachen. So, ihr steht jetzt in der Truhe und ich sprühe einfach mal das komplette Papier ein, denn bei Tapeten macht man das ja auch so, dann sprüht man die ja mit Wasser ein, bevor man die ablöst. Und wenn ich das jetzt hier alles mit Febreze einsprühe, vielleicht wird das dann feucht und lässt sich ablösen und dann riecht die Truhe gleichzeitig noch gut. Das wäre ja Win-Win. So ihr Lieben, das war's für diesmal mit diesem Video. Schaut wie gesagt gerne mal im Lubiatara-Shop vorbei. Ich mache nochmal ein extra Video, wenn alle Sachen jetzt fresh geupdatet im Shop sind. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, wahrscheinlich dann, wenn ich nach Leipzig fahre. Tschüss, bis bald!